Frankreich und die Niederlande schon unter Zugzwang. WM-Quali Frankreichs bittere Erinnerung. Ich habe wirklich keine Lust, davon zu sprechen. Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps erinnert sich voller Grausen an die Niederlage gegen Bulgarien im Herbst 1993, die Frankreich die WM-Teilnahme kostete. Nun kommt es zu einer Neuauflage der Partie. In Frankreich gilt die Niederlage durch ein Last-Minute-Tor von Emile Costardinao noch heute als eine der schwärzesten Stunden in der Fußballgeschichte der Grande Nation. Wir sind richtige Esel, hatte Deschamps als damaliger Mittelfeldregisseur nach dem K.O. festgestellt. Die Franzosen sind in die Ausscheidung für die Endrunde 2018 in Russland mit der Nullnummer in Weißrussland schwach gestartet und stehen deshalb bereits unter Erfolgsdruck. Die Niederlage damals ist Teil der Geschichte, aber sie hat nichts mit dem Kontext des Spiels zu tun, das uns am Freitag erwartet. Dennoch begegnet er den mit einem knappen Erfolg gegen Luxemburg in die Qualifikation gestarteten Bulgaren mit Respekt, das ist ein konkurrenzfähiges Team, sagte Deschamps. Die werden wie die Niederlande ein Wort mitreden. Robben fehlt blind. Der WM-Dritte von 2014, bei der EM in diesem Jahr nur Zaungast, empfängt zur gleichen Zeit Weißrussland. Am kommenden Montag kommt es dann zum direkten Duell der beiden Gruppenfavoriten. Bonds Coach Danny Blind muss in beiden Partien auf Bayern-Star Arjen Robben verzichten, der wegen einer Rippenprellung ausfällt. Ich habe heute mit ihm gesprochen. Er ist nicht fit, berichtete Blind am Donnerstag, 6.10.2016. Zuletzt drohte Hollands Fußball nach dem Abgang der prominenten Assistenztrainer Dick Advocaat, Fenerbahce Istanbul, und Marco van Basten, FIFA, sowie dem angekündigten Rücktritt von Verbandsdirektor Bert van Ostveen im Chaos zu versinken. Das 1:1 zu Qualifikationsbeginn gegen Schweden trug nicht gerade dazu bei, Ruhe in den niederländischen Fußball zu bekommen. Portugal wieder mit Ronaldo. Von Panik ist in Portugal nichts zu spüren, auch wenn die euphorisierten Fans durch die Auftaktniederlage in der Schweiz aufgeschreckt worden sind. Im Heimspiel gegen Fußballzwerg Andorra droht kaum Ungemach, zumal Superstar Ronaldo wieder dabei ist. Dass wir ihn wieder bei uns haben, ist natürlich ein Upgrade, erklärte Teamkollege Bernardo Silva. Namensvetter André Silva wird neben dem Superstar für den verletzten Routinier Nani stürmen.